Willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich und besonders herzlich meinen Gast Marcel Reif. Marcel, wir kennen uns schon ein gefühltes halbes Jahrhundert, deshalb schlage ich vor, wir bleiben beim Du. Mhm. Du warst nicht bei der WM in Brasilien. Hast du sehr gelitten? Es war die erste WM seit 1986, bei der ich nicht dabei war. Ich wäre nicht ungern dabei gewesen, aber ich habe mich auch nicht jede Nacht in den Schlaf geheult. Also wenn ich sehe Temperaturen und dann hin und her fliegen, ich merke, so ein bisschen dem Alter geschuldet, dieses zwanghafte dabei sein wollen bei allem ist nicht mehr so da. Du hast alle Spiele gesehen, nehme ich mal an. Alle Spiele, das war ja Pflicht. Also man muss zur Erklärung sagen, du bist der immer noch Chefreporter oder wie immer du dich da nennst, bei Sky. Genannt werde, ganz früher mal Premiere, inzwischen Sky. Hast du denn beim Betrachten der Spiele gelitten? Hast du mit der deutschen Mannschaft gefühlt gezittert oder siehst du das distanziert, weil du einfach sozusagen einmal Reporter, immer Reporter bist? Einmal Reporter, immer Reporter stimmt sicher auch, aber ich war sehr fanmäßig unterwegs, ich habe das schon gemerkt. Sehr kritisch auch, aber nicht analysierend. Wenn ich so im Kleinen kreise, dann konnte ich mit meinen Söhnen konnte ich ein bisschen randalieren und streiten. Also ich habe mich ein bisschen als Fan geriert und hatte auch was Tröstliches. Also ich mag nicht mehr nur sezieren und das war ein positiver Aspekt des Nicht-Dabeiseins vor Ort, dass ich nicht wirklich jedes Verschieben der Viererkette nachvollziehen muss, sondern es passte mir nicht, es gefällt mir nicht und der Schiedsrichter das dann und so. Also das hatte alle Insignien des Fans ein bisschen. Spielst du auch mit wie ich und schießt die Tore rein und schreist du auch wie ich? Oder? Ich bin ziemlich leidenschaftlich immer noch dabei, was so ein kleiner Lackmustest ist immer, wie sehr kann ich mich noch erregen über dieses Spiel, weil ich mir zum Ziel gesetzt habe, ich höre in dem Moment auf, von mir aus, es sei denn, man schmeißt mich früher raus, aber wenn ich es selber entscheiden kann, werde ich es tun, wenn ich merke, ich mag nicht mehr mich über jeden Quatsch echauffieren, sondern ich sitze da so ein bisschen Muppet-Show-mäßig in der Ecke und am besten noch mit einem älteren Herrn gemeinsam. Dieses ist noch nicht der Fall. Also ich kann mich noch über eine gute und eine schlechte Leistung sehr, sehr aufregen und das ist gut so. Gibt es einen Moment, wo du sagst, das war der aufregendste für dich in der WM oder zwei, drei Momente, wo du gesagt hast, jetzt steht es aber auf der Kippe, wie können die nur? Ja, dieses Algerien-Spiel, was so ein Klassiker ist, wo du dich wirklich nur unsterblich blamieren kannst und wo alles den Bach runtergehen kann und wie Neuer dann da Fußball gespielt hat als Torwart, so als zwölfter Mann, als Feldspieler, das hatte was ganz anderes als vorher gesehen. Vielleicht war das mit spektakulärste, außer dem Titel am Ende. Ich habe mir das abgewöhnt im Laufe der Jahrzehnte. Ich mache das ja schon ein paar Jahre. Ich habe nie auch für mich selber nicht, das ist das beste Spiel gewesen. Oder ja, keine Rangliste. Sondern jedes Spiel hat seine Momente und die will ich nicht verpassen. Wenn ich so immer gucken würde, immer relativieren würde, also das war aber nicht so gut wie letztes Jahr, meine ich. Also deswegen, für mich war jedes Spiel aufregend. Weil du Neuer erwähnt hast, das war ja auch hochriskant. Und im Endspiel konnte man auch in einer Szene sagen, hätte man auch vielleicht als faul sehen können, nicht? Der hat er doch ziemlich den durchaus sehen können. Ja, also aber er wird es nicht mehr anders machen und das ist auch eine man denkt ja immer, im Fußball jetzt sind sie durch. Also mehr kann man nicht an Taktik, auch nicht an Physis. Also mehr kann man da nicht reinpumpen. Wenn es eine Neuerung bei diesem Turnier gab, eine Weiterentwicklung, dann war das neues Torwartspiel. Das ist, Deutschland spielt wieder wie vor 100 Jahren mit dem Libero, bloß der ist Torhüter. Das hat es das hat so nie gegeben. Kann und wird das Schule machen oder ist das so? Es muss Schule machen. Ja? Es hat sich immer weiter verschoben. Früher gab es den Mittelstürmer, der hat die Tore gemacht, die anderen mussten ihm die Bälle legen. Dann gab es den Nummer 10, der große Zampano. So, der hat in der Mitte gestanden und lange Pässe gespielt, Netzer, Overath. Dann hat sich es weiter zurückgeschoben, die Sechserposition war plötzlich so furchtbar wichtig. Dann ging es weiter, die Innenverteidiger müssen schnell. Jetzt ist es der Torhüter. Das Geheimnis ist doch nur,
Die Mannschaften sind so taktisch so geschult, die machen auch von der Aufstellung auf dem Platz keine Fehler mehr. Nur wenn sie selber stürmen, da geraten sie ein bisschen Unordnung. Und dann geht's, wenn du dann den Ball eroberst, hast du ein paar Zehntelsekunden Zeit, die richtige Entscheidung zu treffen. Und der gefragt ist in dem Moment, oft genug der Torwart, wenn der nicht Fußball spielen kann, bringt das nichts. Also wenn der den Ball erst aufnehmen muss und dann gucken, dann jagt er den irgendwo hin, die 80 Meter nach vorne. Das ist das Spiel von früher. Und fliegen können die Torhüter alle, das ist nicht der Punkt. Nur heute, Neuer ist der erste Spieleröffner, sagen die. Und das gibt es auf der Welt nicht zweimal. Also da ist der wirklich einzigartig. Beim Thema Leistungsdichte, weil du sagst, die machen kaum noch Fehler, auch durch die internationale Entwicklung, dass eben die Asiaten dabei sind, diesmal nicht so stark, die Afrikaner. Ist die so, dass auch im Grunde man sagen muss, da spielt am Ende auch der Zufall eine große Rolle? Wird der nicht vielleicht sowieso unterschätzt, der Zufall? Also manchmal geht der Ball rein, mal geht er nicht rein. Ja, sind Zentimeter oder gegen die Latte. Wer weniger Fehler macht, also Mannschaften, die Afrikaner zum Beispiel, haben wunderbare Fußballspieler, beliefern den ganzen Globus, alle großen Clubs mit wunderbaren Fußballspielern, die kriegen bloß zu Hause keine Mannschaft zustande. Wenn die das hinbekämen, wären die sehr, sehr weit mit vorne. Aber sie machen noch viel zu viele kindliche taktische Fehler auf dem Platz. Lass mal Brasilien in diesem Turnier weg, weil das hatte mit Fußball ja nichts mehr zu tun. Die sind ja an sich selbst zerbrochen, an den Ansprüchen dieses Landes und was sie alles da tragen sollten. Ja, es ist immer noch am Ende Zufall, den wirst du auch nicht ausschalten, aber diesen Zufall musst du minimieren. Also dass es überhaupt zu einem Zufall kommen kann, das musst du minimieren. Wenn du selbst den Ball hast und weit genug vom eigenen Tor weg, wird wahrscheinlich wenig passieren. Und dieses ist das Ziel. Also taktisch haben wir alle dazugelernt, eben auch durch die Internationalisierung, weil die Spieler spielen da und die kennen sich alle. Also heute kannst du so gläsern geworden. Am Ende, und das ist doch tröstlich, wenn eine Mannschaft taktisch gut spielt, das haben die Deutschen, und wenn du Einzelspieler hast, Neuer, Schweinsteiger im Finale, Boateng, der sich so gesteigert hat, zum Beispiel. Wenn du solche Spieler hast, Götze, der dann doch im letzten Moment noch was Großes macht, dann bist du besser als die anderen. Da ist kein Zufall und kein Nix, sondern wenn du möglichst wenig Fehler machst, hast du eine Chance, große Chance zu gewinnen. Gibt es denn die Taktik der Gegenwart und Zukunft? Also es gab ja lange, die Italiener hatten das berühmte, berüchtigte Catenaccio, mal hervorgegangen, also Schweizer Riegel, sind aber diesmal damit untergegangen, hat aber lange funktioniert. Defensive, das war das, was mir gefallen hat bei dieser WM, war gerade in der Vorrunde, wo früher nur taktiert wurde, wo es hieß, kommen 1-1 oder 2-1, das war's. Da sind viele Mannschaften richtig auf Sieg gegangen. Also wie Kinderfußball spielen. Nicht wie können wir es verhindern zu verlieren, sondern oder wie können wir den anderen am Gewinnen hindern, sondern wie wäre es, wenn wir es selber gewinnen. Und das hatten viele. Ich glaube, dass dieses positivere Rangehen ans Spiel sich durchgesetzt hat. Und ich glaube, dass es da kein Zurück mehr geben wird. Welche Lehren gibt es sonst aus der WM? Also gab ja mehrere Themen. Also einmal, das wird ja wahrscheinlich kommen, der neue Spray, um mal rein technisch, Torkamera oder nicht. Aber auch bis hin zu, sind die Schiedsrichter der Aufgabe noch gewachsen, was ja miteinander zu tun hat. Ja. Also der Spray ist super, weil das verkürzt die Diskussion und erweitert die Distanz zur Mauer. Wirklich auf die 9,15 Meter und das ist für gute Freistoßschützen, was absolut wichtig ist. Und deswegen sollten sie in der DFL und beim DFB nicht lang rumburscheln. Das ist, kriegt man schnell geregelt und das sollte man machen. Und Torkamera? Also wenn man an das Ding wie Hoffenheim denkt. Das Einzige, ja. Und was es geht beim Fußball, wenn ich nicht irre, nach 60 Jahren sich beschäftigen damit, ist Tor oder nicht Tor. Also das ist die einzige Frage, die will ich eindeutig entschieden haben. Und dieses pseudoromantische, dann haben wir in der Kneipe nichts zu diskutieren, wir können immer noch genug streiten über alles. Darüber mag ich nicht streiten. Wenn der Ball drin war, war er drin und wenn nicht, dann nicht. Und wenn es Möglichkeiten gibt, das eindeutig zu klären, dieses dann nicht zu machen, das ist eine Art von Zölibat, die ich nicht nachvollziehen kann. Das ist Quatsch. Ansonsten, dabei sollten wir es dann auch belassen. Nicht mehr rumdoktern an dem Ganzen und nicht noch irgendwelche Auszeiten. Einfach so, Fußball ist gut, weil er so furchtbar einfach ist. Mehr Neuerungen wird es hoffentlich dann nicht mehr geben, aber die sollte es möglichst schnell geben.
Stichwort Brasilien, wenn man will, in mehrfacher Hinsicht ein großer Verlierer. Nicht nur bei dem Fußballspiel gegen Deutschland, aber gleichzeitig ja auch politisch. Für die Präsidentin hat es sich nicht ausgezahlt, denn es soll ja dann den großen Popularitätsschub bringen. Und das Land hat zum Teil... Das ist das Risiko, wenn du so auf eine Karte setzt, ja, die Politik, wenn man sich so dran schmeißt. Muss man wissen, im Fußball soll es auch schon mal Niederlagen gegeben haben. Ja, aber nicht nur das, sondern das Land gerät ja in den Fokus. Ja. Und damit werden die Missstände im Land selber evidenter. Die Leute trauen sich mehr, könnten vorher. Und auch international. Also man könnte ja auch die Gegenfrage stellen, ab wann lohnt es sich eigentlich für solche Länder nicht mehr? Also selbst eine formal zumindest Demokratie wie Brasilien hat gigantische Probleme. Und wenn ich die Frau Rousseff wäre als Präsidentin, würde ich mir hinterher sagen, Mensch, war der größte Fehler deines Lebens. Sie ist bestimmt nicht populärer geworden. Ich meine, kommen wir irgendwann dahin, dass wir dann nur noch wieder in etablierten Demokratien spielen? Oder wir spielen nur noch in ausgewiesenen Demokratien wie, was weiß ich, Katar. Ja. Und lassen wir da mal das, oder ist ja schon die Diskussion. Katar, Russland, einige fordern jetzt schon den Boykott. Also ich sage mal ganz offen, ich halte das für eine absurde Diskussion. Das hat schon mal nicht funktioniert. Aber ich meine, das heißt ja, du musst einen großen Teil dieses Erdballs rauslassen. Während eigentlich der Sport ja auch ein Türöffner sein kann. Also du schreibst sowas aus, jetzt lassen wir mal auch die Korruption weg, wie das dann zu den Entscheidungen kommt. Ja. Das können wir gerne machen. Punkt für sich. Aber also das wird ausgeschrieben. Dann mindestens 12 Stadien. Dann gibt es Architektenwettbewerbe, die besten Architekten der Welt machen sich richtig Luft. Kosten spielen keine Rolle, explodieren sowieso. So, dieses lässt du so laufen. Es gibt Länder, da wird nicht groß gefragt. Also ich glaube nicht, dass Putin die russische Bevölkerung um Erlaubnis gefragt hat, diese WM stattfinden zu lassen. Es gibt sehr viele positive Aspekte. Also ich war vor 4 Jahren war ich in Südafrika. Da sagte mir unser Fahrer, der uns zum Stadion brachte, ihr meckert so gegen die Stadien und alles. Und das ist alles viel zu groß und gar nicht so richtig und zu teuer. Wir würden auf solchen Straßen hier nicht fahren. Also, das war ein Side-Effekt. Auf der anderen Seite, und jetzt lass mich bei dem Beispiel Südafrika bleiben. Kapstadt, ein traumhaft schönes Stadion in einer wunderschönen Ecke der Stadt, wird wahrscheinlich jetzt abgerissen werden, weil kein Mensch dieses bespielt. So. Dann gab es das Obszönste, was ich erlebt habe, war Durban. Durban, eine Stadt am Meer. Weißer Sport ist Rugby, haben ein riesen Rugby-Stadion. Dieses hätte man mit überschaubaren Kosten umwandeln können für diese WM zu einem Fußballstadion. Da konnten sich aber die Verbände nicht einigen, der Rugby- und der Fußballverband. Es wurde auf der anderen Straßenseite ein neues Stadion gebaut für eine Unsumme. Und das habe ich mir mal rechnen lassen. Für dieses Geld hätte man 300.000 Menschen, und es gibt genug Slums rund um Durban, hätte man 300.000 Menschen ein Dach über dem Kopf geben können, Wasser, Licht etc. Dieses ist obszön und nicht zu verantworten. Brasilien, jetzt gehen wir wieder Brasilien, hat Stadien in Brasilia, in der Hauptstadt, da spielt nicht mal ein Drittligist. Und in Manaus, im Amazonasgebiet, noch ein Stadion, wo keine Sau jemals kicken wird. Dieses ist mit Maßstäben, also weiß ich nicht, in meinem Spektrum jedenfalls habe ich es nicht. Also ich kann meinen Söhnen nicht erklären, warum das so ist. Es gibt keine Erklärung dafür. Also entweder du gehst runter von diesem Wahn, Katar, jetzt lass mal Katar weg, da wird es am Geld nicht scheitern. Und mit ist Umwelt. Ist ja auch vorher nicht am Geld gescheitert. So. Und am Umweltschutz wird es dort auch nicht scheitern. Nur sie werden 12 Stadien bauen, die kannst du per Fahrrad alle erreichen. Die kicken heute in einem Stadion, deren Liga, vor 400 Leuten. Das ist lächerlich. Das ist Quatsch. Das ist wie wenn man es erfinden müsste, würde man sagen, wo machen wir mal eine WM? Das wird auch gar nicht schlecht in Katar, also damit es die verrückteste aller Zeiten wird. Also, um es kurz zu machen, es ist von der FIFA, wird man runterkommen müssen, oder aber es wird darauf hinauslaufen, und das ist ein sehr großkotziger Ansatz, wäre das. Wo macht es noch Sinn? Also Deutschland alle 12 Jahre, um die Stadien zu modernisieren. Ja. Hier gibt es das Geld. Es Kosten gibt das überschaubar. Wunderbar. England bräuchte dringend wieder mal ein Turnier, weil ihre tollen Stadien von
96 bräuchten wieder mal eine Auffrischung. Italien ist fußballerisch ein Drama. Das ist heute die Stadien marode, die Fankultur ist die Hölle da, wenig Zuschauer. So. Spanien, hast du zwei, drei Clubs, die halbwegs rechnen, so wie du und ich rechnen. Also Barcelona, Madrid, danach wird es schon sehr spannend, wo die ihr Geld hernehmen. Brauchen die 12 Stadien irgendwelche auf dem Land für 40, 50.000 Leute? Nein. Frankreich, große, die zwei, ist alles Europa, Clubs, was du jetzt aufzählst, ist alles Europa. So. Südamerika, aber, Brasilien wär mir eingefallen. Ja. Aber du kannst nicht, du darfst nicht in Manaus und Brasilia solche Stadien bauen. Und du musst die Kosten so überschaubar halten und du musst dafür sorgen, dass der Side-Effekt, dass die Infrastruktur, die entsteht rund um ein solches Turnier, unabhängig weiter jetzt für VfL, ob sie gewinnen oder nicht, muss so nachhaltig sein, dass es einen Sinn ergibt. Ansonsten jetzt Ende der Durchsage. Siehst du die geringsten Chancen dafür, dass die FIFA umdenkt? Oder wird sie vielleicht gezwungen, weil man ja auf Dauer es nicht durchhält? Nein, ich glaube, ich sage mal nur in den aufgezählten Nationen. Sonst bleiben wir in Katar und in Russland. Ja. Es wird sonst nicht eine vernünftige Wahl mit eine offene, geheime Wahl, die aber nach allen Seiten offen ist, wirst du sonst nicht machen können. Also man wird von vornherein 90% aller wegtun müssen. Aber dann kriegst du halt in Afrika keine WM mehr. In Asien, in Japan, wer brauchte in Japan so viele Stadien? Mitten in einem Naturschutzgebiet haben die ein Stadion hingeknallt. Da wird heute alle zwei Wochen heiraten, da welche, damit überhaupt irgendwas da drin passiert. Das ist nicht zu rechtfertigen, nicht mehr. Ja, was würde das denn bedeuten für, sag ich mal, das Schema, den Ablauf einer WM? Also die, weiß ich, bei 32 Mannschaften, entweder weniger Mannschaften oder länger Strecken. Also damit müsste es ja dann auf weniger Stadien verteilen. Das kriegt man gut hin. Kriegt man hin. Und glaubst du, dass in der FIFA ein solcher Prozess des Umdenkens überhaupt schon anfängt? Es hängt ja auch zusammen, ein bisschen indirekt mit dem Thema Korruption, haben wir schon angesprochen. Entzieht sich zum Teil der Beweisbarkeit, ist aber irgendwie mit Händen zu greifen. Man muss sich ja nur, sage ich mal, die vielen Verbände ansehen, die da mitstimmen. Und one man, one vote. Und wenn man weiß, wie die politische Kultur in so einem Land aussieht, dann kann man sich auch vorstellen, wie das Abstimmungsverhalten zustande kommt. Hat die FIFA... Es gibt ja niemanden über der FIFA, der sie zwingen kann. Hat die FIFA diese Kraft zur Einsicht? Hängt das an Personen? Hängt das an jemand wie Blatter? Natürlich hängt es wie immer an handelnden Personen. Und Einsicht verlangst du ein bisschen viel. Also normative Kraft des Faktischen würde schon reichen. Die Einsicht ins Faktische, sage ich mal. Also, kapieren die das? Kapieren. Kapiert, dass es so nicht geht, sonst werdet ihr weggewischt. Ja. Und sie krallen noch die herrschende Kaste, aber ich glaube, dass dahinter, es wäre ja Wahnsinn, wenn nicht. Das, was die FIFA an Image sich erarbeitet hat in den letzten Jahren, das ist ja absurd, das ist ja kurz hinterm KGB. Deswegen irgendwas werden sie tun müssen und das spüren sie ja. So, ob das jetzt die das Ganze dahin gebracht haben, wo es heute ist, ob die dann nochmal loslassen, das glaube ich nicht. Also da nochmal erneuern wird nicht gehen. Also es braucht einen Generationswechsel. Ja, aber den braucht es auch biologisch, denke ich, sehr bald. Und ich denke, also das wäre für mich nicht mehr nachzuvollziehen. Wenn die nächste Führungsriege genauso tickt, dann allerdings passiert etwas, was ich nie für möglich gehalten hätte. Die haben mir gesagt, der Fußball wird uns alle überleben. Also es gibt immer Krisen, es wird tolle Krisen und das, um Gottes Willen, jetzt geht es mit dem Fußball bergab und Kommerzialisierung, was weiß ich alles. Der Fußball wird uns alle überleben. Das habe ich gelernt. Aber das ist die Hauptgefahr. Also wenn man das größte Ereignis, das dieser Sport hat, diese Weltmeisterschaft, wenn man das weiterhin auf diese Art veranstalten will, und natürlich gibt es Ausreißer, wie 2006 bei uns. Weil da passte alles und da waren auch die Dinge vernünftig durchdacht. Nur nochmal, da seid ihr ein Wunsch in Erfüllung gegangen. Du hast ja 2004 ein Buch geschrieben über dein Leben bis dahin. Und das endet so mit dem Wunsch, dass es 2006 doch mal auch etwas locker flockig und so weiter zugehen möge in Germanien. Und siehe da, so kam es. Hast du das im Ernst erwartet? Nein. Ich habe
aus meiner privaten Geschichte habe ich immer ein leicht skeptisches Verhältnis zum Umgang der Deutschen mit ihrer, bin ja nicht hier geboren, mit Insignien, also Staatsinsignien, immer gehabt. Also die Hymne war immer, dachte ich, immer hingehört, welche Stunde, ist immer noch die dritte, ist gut. Okay, dann Flaggen. Und auf einmal passiert eine Art von verkrampftes Verhältnis. Immer. Von außen wie von innen. Ja, Und auf einmal explodiert das in eine Art von Patriotismus, der sowas von unverkrampft, unverbildet, ohne gegen irgendwas gerichtet zu sein, sondern einfach nur Freude darüber. Und das hat bei mir auch bewirkt. Ich höre die Hymne gern, wenn die schmettern und wenn sie nicht singen, sage ich, sing jetzt endlich, komm mal Mund auf. und die fahren, früher dachte ich immer, diese Standard darf nur der Bundespräsident, aber man fährt jeder Taxifahrer mit, hatte was. Und das hat sehr, sehr viel bewirkt, auch im Deutschlandbild, deutschen Bild, rund um den Globus. Ja. Bleiben wir mal beim deutschen Fußball. Da hat sich ja nun wie überall auch eine Menge geändert. Vielleicht erst noch mal zum Stichwort Kommerzialisierung. Das hast du ja auch schon 2004 im Grunde gesagt. Im Grunde mitbedingt durch das Bussmann-Urteil 95. Also es dürfen Ausländer in beliebiger Zahl im Prinzip in jeder Vereinsmannschaft spielen. Bis dahin war das nicht so. Gab es die Internationalisierung, aber verbunden ein weiterer Kommerzialisierungsschub, nämlich bei bestimmter Vereine machen die Musik. Mhm. Also das sind eben, weiß ich, Real und Barcelona oder weiß ich, wer das in Italien gerade ist, Turin oder wer immer und Rom, Mailand, Neapel, wer da gerade dran ist. Bei uns sind es inzwischen Bayern und Dortmund und dann sind ein paar immer kurz dahinter. Aber man hat das Gefühl, die machen das unter sich aus. Da werden die großen Transfers getätigt. Mhm. Das hat aber der Sache, der Akzeptanz, der Begeisterung bisher noch nicht so richtig geschadet, oder? Es setzt sich allerdings durch und es lohnt auch nicht mehr darüber zu lamentieren, weil du kriegst es nicht mehr zurückgedreht. Der entscheidende Moment war die Einführung der Champions League und wie viel Geld da mittlerweile ausgeschüttet wird. Das heißt, jeder, der die Champions League Gruppenphase erreicht, hat 20 Millionen auf sicher. Wenn ein deutscher Club von denen, die es erreichen, kriegt eine Auslosung, die machbar ist. Also wenn er die Gruppe übersteht, hat er 30 Millionen. Die hat er. Die haben die anderen, die nicht dabei sind, nicht. Mit den 30 Millionen kauft er sich, wenn er irgendwo Bedarf sieht, noch ein, zwei Spieler, die ihn fürs nächste Mal wieder. Ja, genau. So, das heißt also, siehe Werder Bremen zum Beispiel, die waren mal, hatten die eine Zeit, da waren die öfter in der Champions League als Bayern. Dann haben sie irgendwann mal den Zug verpasst. Und heute sehen die mit Mühe die roten Lichter. Das ist nicht zu schaffen, nicht mehr zu machen. Ja. Das heißt, das hast du aber überall. Das in England im Moment gerade, aber auch mit horrenden Investitionen, mit Investoren von außen, bilden sich so 4, 5 Clubs wenigstens, wo du nicht genau weißt, wer wird Meister. In Deutschland, wenn die Bayern wollen, werden sie Meister. Wenn sie nicht wollen, wird es halt ein anderer. Das wissen sie auch in Dortmund, hoffe ich. Ich bin ziemlich sicher, dass sie das verstanden haben. Auf Teufel komm raus, das versuchen zu kompensieren, geht gar nicht. Also hast du 2 Clubs. In Frankreich hast du jetzt Paris, Monaco. Hm. So, das war's. Lyon war mal Serienmeister, haben den Zug verpasst, werden gerade sowas von abgehängt. Italien, weißt du, ist Juventus Turin und der Rest muss gucken, wo er bleibt. Spanien hast du, bei uns gibt es ja immer Diskussionen, kaufen wir die spanische Liga und übertragen sie. Es gibt aber nur 2 Spiele pro Saison, die du sehen willst. Das ist Barcelona gegen Madrid oder Madrid gegen Barcelona. Jetzt Atletico ein bisschen. Ja. Aber du kannst die Uhr nachstellen, wer Meister wird eigentlich in den großen Ligen. Das kann es ja nicht sein, weil früher hieß es immer Fußball ist spannend, weil man nicht weiß, wie es ausgeht. Doch. Und trotzdem ist die Begeisterung ja ungebrochen. Ja, du musst akzeptieren, dass, sagen wir mal, Bayern, Dortmund spielen erstmal ihre Meisterschaft aus. Wirklich, wer ist deutscher Meister? Danach spielen 3, 4 Clubs, Schalke, Wolfsburg, Leverkusen, den wichtigen letzten 4. Platz noch aus. Dann ist ein bisschen Pause, dann kommt ein bisschen Europa League, was eher Zuschussgeschäft ist. Danach kommt ein Mittelfeld, da passiert nichts. Da musst du halt Fan sein und mit deinem Club mitgehen. Und dann gibt es eine eigene deutsche Meisterschaft hinten, bleibt Paderborn drin, bleibt ein Braunschweig drin. Ja, und so. Gut, oder auch nicht, das sind eigene Meisterschaften. Es ist nicht mehr so, dass jeder jeden schlagen kann. Das ist Unsinn. Nein, Paderborn wird die Bayern nicht schlagen.
weil wir über Spielertransfers reden. Wie groß ist denn tatsächlich der Einfluss der Trainer und was bewirkt ein Trainer? Also nehmen wir mal so Typen Guardiola und Klopp. Mhm. Das ist ja unterschiedlich. Also noch Löw ist wieder ein ganz anderer. Mhm. Ja, der war auch nicht ein großer Starspieler im Unterschied zu anderen. Mhm. Hitzfeld war eigentlich immer so ein Fußballlehrer. Mhm. Aber die beiden, was holt so ein Trainer raus? Holt ein Klopp vielleicht sogar mehr aus den Spielern raus? Einfach weil auch das Reservoir nicht so riesig ist wie bei den Bayern. Also ich habe jetzt noch nicht zum Beispiel gesehen, man hört das immer und liest es immer, aber was hat Guardiola eigentlich verändert? Ja, er verändert schon was. Er will eine Art von Fußball haben, die du nur spielen kannst, wenn du dieses Spielerpotenzial hast, was sich die Bayern leisten können. Also er baut sich das nach der eigenen Idee. Klopp musste etwas ganz anderes machen. Die mussten erstmal aus nichts Gold machen irgendwie, ans Laufen kriegen und das ist ein ganz anderes Modell, aber beides sind Trainer, die eine unendliche Machtfülle haben, eine eigentlich ein bisschen anachronistischer. Also ich dachte immer, das wird ein bisschen zurückgedreht, damit, weil Trainer kommen und gehen, der Verein soll weiter bestehen noch irgendwie. Die beiden, denen wird, und die haben es nachgewiesen, dass es lohnt sich, wenn man ihnen folgt. Also Dortmund, Klopp hat aus wenig überragend. Ja, vorher auch schon in Mainz, nicht? Ja. Wie groß ist der Anteil, den so ein Trainer an der Entwicklung von Spielern hat? Wenn er ein guter Trainer ist, macht er gute Spieler besser. Das ist so einfach ist das. Und Klopp macht aus jungen Spielern erwachsene Fußballspieler. Das ganz sicher. Guardiola neigt jetzt auch mehr dazu, selber auszubilden, weil er auch verstanden hat, wir können immer nur sagen 40, 50 Millionen, das ging Barcelona, wie auch immer, Banca di Catalunya hat da sehr mitgeholfen. Das ist in München nicht ganz so machbar, obwohl da auch genug Portokasse da ist. Aber ich glaube, der fängt auch jetzt an, ein bisschen zu entwickeln. Das sind Trainer, denen die Spieler auch was glauben. Also das hat was. In Dortmund, ich sage immer, das hat manchmal was Sektenhaftes. Also wenn Klopp führt, Watzke hält ihm den Rücken frei und die Mannschaft folgt. Ob das auf Dauer geht oder ob es nicht auch dann wieder wichtig ist, dass ein Trainer mal wieder geht und dass neue Impulse kommen, das warten wir mal ab. Noch funktioniert es in Dortmund überragend. Und Guardiola hat ja erst angefangen in München, seine Idee von Fußball zu entwickeln. Wenn es irgendwo hakt, wird man ihm alles erfüllen, was er braucht. In Dortmund sind sie ja auch nicht weit davon entfernt. Ja, ich frage deshalb nach Guardiola, weil ja dein Vorgänger nur auch nicht schlecht war und nicht erfolglos. Und der war anders. Völlig anders. Jupp Heynckes war auch äußerst erfolgreich. Ja? Ein Mann, den ich vielleicht über die Maßen schätze, in seiner ganzen Art. Er hat einen Club entschleunigt und er hat ihn wunderbar vorangebracht, nach all den Klinsmann und Van Gaal Amplituden hat er das Ganze sehr schön beruhigt, hat das Triple geholt, ist gegangen und der nächste Schritt, das ist ja das wirst du jetzt auch sehen bei den deutschen Weltmeistern, bist Weltmeister und musst jetzt mit allem Respekt auch nach Paderborn fahren und nach Mainz fahren und musst Samstag für Samstag deine Arbeit machen. Wie viel Saturiertheit ist da. Und Guardiola musste aus einem Trippelsieger eine Mannschaft versuchen zu formen, die wieder große Erfolg, die noch Hunger hat und einen anderen Aggregatzustand kriegt. Das ist ein Luxusproblem, das wünschten sich viele Trainer, die versuchen müssen, nicht abzusteigen. Aber so ist das Leben. Reden wir noch mal ein bisschen über die gesellschaftliche Bedeutung des Fußballs. Wir haben ja jetzt Diskussionen über die sogenannte Fankultur oder Unkultur. Jetzt kommt plötzlich die Idee auf, da sage ich ganz ungeschützt, die ich ein bisschen merkwürdig finde, nämlich die Vereine oder die Liga soll bezahlen für Polizeieinsätze. Also wenn ich es richtig verstanden habe, auch außerhalb des Stadions. Da habe ich mich natürlich gefragt, wie ist das denn mit anderen Veranstaltungen, mit Demos, die gewalttätig werden? Muss jetzt immer der Veranstalter haften? Das zeigt also, das Ganze ist weiter sozusagen in der Diskussion, in der Kritik, auch wegen des ganzen Aufwandes.
Setzen wir mal andersrum an. Tun denn die Vereine genug, um gewaltbereite Fans, die es natürlich immer gibt bei solchen Riesenmassen, um dem sozusagen von vornherein einen Riegel vorzuschieben? Gute Frage, lässt sich pauschal nicht beantworten. Es gibt Clubs, von denen weiß ich, dass sie sehr, sehr akribisch da tätig sind. Es gibt andere, die nach dem Prinzip Hoffnung arbeiten. Du wirst es nie, das sagst du ja selber, ausschließen können, dass Trittbrettfahrer, und das sind Trittbrettfahrer, das sind zum Teil Kriminelle, die sich solche Veranstaltungen bemächtigen oder versuchen zu bemächtigen, eines solchen Bundesligaspiels, um ihr Zeug da, ihr Süppchen zu kochen. Du musst alles tun, was du kannst, aber das kann ein Club allein nicht leisten. Ich hoffe immer noch und immer mehr, und da müssen die Clubs in die Richtung vielleicht noch ein bisschen mehr machen, die eigenen, und zwar wirkliche Fans, das sind keine Fans, über die wir da gerade geredet haben, die eigenen Fans dazu bringen, einen Selbstreinigungsprozess am Laufen zu halten. Ja, die eigenen Fans, die könnten die ja auch isolieren, sich gegen Abgrenzen helfen, wegbeißen, die zu stellen. Sie sind immer noch mehr. Also die echten Fans sind immer noch mehr. Ich rufe jetzt nicht dazu auf, dass sie das ausprügeln. Ja, aber wenn du die Bühne entziehst und denen den Resonanzboden nimmst, dann kann man was tun. Also da ist noch genug zu tun, aber es wäre unfair zu sagen, sie machen zu wenig. Alle haben das verstanden und alle, jeder nach eigenen Möglichkeiten macht was. Die Geschichte, die Polizei da zu bezahlen, ist absurd, weil es gibt genug Untersuchungen, wie viel die Bundesliga in den Wirtschaftsprozess an Milliarden einspeist. Und genauso sehe ich das auch. Ich meine, das ist der Fußball ist ein Wirtschaftsfaktor Ordnung. Und kein ganz schwacher. So, ja. Und eine öffentliche Ordnung aufrechterhalten. Und ein Land wie Bremen ist natürlich einfach pleite. Also da wundert sich. Ich verstehe es. Ja, ja, dass aber es von da kommt, kann ich nur nachvollziehen, aber es ist nicht weiterführend. Ja. Weil wir über Kommerzialisierung reden, es gab ja schon einen Fall, da hat ein reicher Unternehmer, Milliardär, Hopp, SAP-Gründer oder Mitgründer, sozusagen sich seinen Club geschaffen eigentlich, Hoffenheim. Jetzt regen sich alle auf über Red Bull und Leipzig, als ob das ein Novum wäre. Rasenball, Vorsicht. Ja, so Rasenball, Sport, ja, mit dem Red Bull, da ein Logo und so weiter und so fort. Also dem gehört der Laden de facto eben doch. Also dieser Argwohn, der könnte zu viel Einfluss nehmen, der ist wahrscheinlich berechtigt. Auf der anderen Seite sind es im Grunde Unternehmen, selbst wenn sie die Vereinsstruktur noch haben. Selbst die Fußballer sind ja eigentlich schon Unternehmer, oder? Ich AG, sagt man. Ich AG, ja. Ist das ein Problem aus deiner Sicht, wenn solche Leute auftreten? Wenn Leute auftreten und nach 3 Wochen den Spaß dran verlieren oder nach 3 Jahren und sagen, so komm jetzt, und dann geht ein Club wieder völlig im Nichts unter, das können wir uns in der Bundesliga nicht leisten. Und die Leipziger werden in Kürze, wenn nicht dieses Jahr, dann nächstes Jahr in die erste Liga aufsteigen. Aber ich empfehle jedem, wer sich da so echauffiert über Leipzig, fahrt mal hin. Also Leipzig war mal erster deutscher Meister, so viel ich weiß. Das ist Fußballland, ist aber Diaspora geworden. Also Lok und Sachsen, Leipzig, haben sich den Schädel eingeschlagen, die paar Fans, die noch übrig waren. Und die sind dann sich den Schädel einschlagend irgendwo im Nichts, in vierte, fünfte Liga. Und jetzt kommt jemand, investiert da, glaube ich, 50 Millionen in ein Trainingszentrum. Der macht das ja nicht, weil er nicht weiß, wohin mit seinem Geld, sondern der soll nachhaltig ein Fußballstandort wieder entstehen. Ja, ein wunderbares Stadion, ein Publikum, das jetzt da hingeht. Ob der damit auch im Side-Effekt was für sein Brausegetränk da. Aber das ist doch völlig in Ordnung. Ich meine, VW macht das doch in Wolfsburg nicht, weil sie mit Erdnüssen da um sich werfen oder Bayer in Leverkusen. Ja. Also da ist sehr viel Heuchelei dabei. Ich würde dringend empfehlen, das ein bisschen runter zu kochen und zu gucken, was macht Herr Mateschitz an. Wenn er jede Woche den Trainer rausschmeißt, weil ihm was nicht passt, das macht er nicht. Ich kenne ihn ein bisschen, ich habe ihn einmal getroffen. Ich kann seine Philosophie nachvollziehen vom Fußball, nämlich das lasse ich Fachleute machen. Und zwar welche, die es können. Herr Rangnick ist erwiesener Fußballfachmann, der das Ganze als sportlicher Leiter verantwortet.
Sie machen einen guten Job. Nochmal, dass das ein Werbeseiteffekt hat. Auch die Bayern haben was auf der Brust, nicht nur damit es nicht leer ist, sondern die kassieren Geld und die Firma Telekom hat eine Idee, glaube ich, wenn sie das zahlen und da drauf gehen. Ja. Also da, ist viel Heuchelei. Gerade über das Thema große Persönlichkeiten und Geld reden. Alle haben schon sich zu Hoeneß geäußert, aber wir beide noch nicht in diesem Gespräch. Ihr Kommentar bitte, Herr Kommentator. Ich habe ihn im Laufe der Jahre näher kennengelernt. Ein sehr kritischer Begleiter meines künstlerischen Schaffens. Ja, ja. Und du auch seines. Auch. Ja. So. Insofern glaube ich, ihn ein bisschen einschätzen zu können. Ich weiß, dass das ein Mann ist, der sehr viel Gutes getan hat, der offenbar einiges richtig falsch gemacht hat. Ein Zocker. In einer Demokratie ist es dann so, da gibt es eine unabhängige Justiz, die hat das für strafbar befunden. Und jetzt die Diskussion geht ja eher dahin, kann er, was bei einem anderen Wirtschaftsunternehmen nicht möglich wäre, hinterher wieder an die Spitze zurück. Verzeiht man so Fußballgrößen? Also im Fußball verzeiht man sowieso und die Fans, die eigenen Fans verzeihen es sowieso ganz schnell. Ich denke, er ist intelligent genug, sich ein paar Gedanken zu machen, wenn es dann soweit ist. Und ich denke, beim FC Bayern gibt es auch genug intelligente Leute, die sich dann mit ihm zusammensetzen und auch im Aufsichtsrat. Und ich denke, sie werden das tun, was sie für möglich und für richtig halten. Und ich glaube auch, dass er ein Gespür dafür hat, was geht und was nicht geht. Die Eingangsfrage oder die Titelfrage dieses Gesprächs lautet übrigens Leben für den Fußball. Also für Hoeneß trifft das sicher zu. Lebt Marcel Reif für den Fußball? Leben für den Fußball? Nein. Für mich ist Fußball wichtig. Ich habe jetzt kürzlich meine Reise nach Warschau wieder gemacht, so ein bisschen was Film gedreht und da habe ich mir die alten Stellen angeguckt, wo es anfing, wo ich also dieser Sache süchtig wurde und dem laufe ich jetzt so seit 60 Jahren hinterher. Es nimmt einen großen Raum ein in meinem Leben, weil das wirklich mein Beruf ist und aber wenn das Spiel rum ist, finde ich immer noch andere Dinge auch ganz lebenswert. Ich frage ja deshalb, weil wir waren ja auch mal zusammen in einem Laden beim ZDF, öffentlich-rechtlich, und Marcel Reif war in der Aktualität politischer Reporter. Es waren auch wirklich sehr gute Reportagen. Ich erinnere mich an eine zum Beispiel über Maggie Thatcher bei einem Manöver in der Lüneburger Heide. Mit den Lackschuhen im Schlamm, da habe ich mich weggeschmissen, gerade weil die Ironie nicht so dick aufgetragen war. Die sprach schon aus den Bildern, man musste nicht so stark da drauf fahren. Ich habe es damals bedauert, dass du weggegangen bist aus der Politik, aber du hast es wahrscheinlich nie bedauert. Nein, ich habe es nicht bereut. Es gab Momente am Anfang, wo ich sicher gezweifelt habe, wo ich gedacht habe, Mensch, hast du gern politischen Journalismus gemacht? Du warst mein Ausbilder im Übrigen, wenn die Leute das nicht wissen. Aber du warst einer derer, die, und das ist jetzt kein Schmuh im Nachhinein, von denen ich sehr viel gelernt habe. Und du warst mein Chef und dich musste ich ja dann verlassen. Deshalb bist du gegangen. Zum Sport. Am Ende ist es sehr, sehr hübsch, haben sich die Dinge gefügt. Ja. Und dafür bin ich dankbar so im Leben. Und deswegen, wann immer es leichte Krisen gegeben haben mag, sie waren nicht nachhaltig. So wie es gekommen ist, ist es okay. Eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen indiskret. Du hast ja einen, wenn man will, deutschstämmigen Hintergrund und einen polnisch-jüdischen, also dein mütterlicherseits aus Schlesien, deutschstämmig und dein Vater war jüdischer Pole oder polnischer Jude, wie immer man das akzentuieren will. Ihr wart ja auch, er konnte auch nur raus mit deiner Mutter und dir oder beiden Kindern, indem er erst nach Israel ging, weil er sozusagen nicht Aussiedler werden konnte. Und du warst kurz in Israel und dann in Deutschland, Kaiserslautern, eine wichtige Station. Wenn du heute dir die Bilder ansiehst im Nahen Osten, ich weiß nicht, ob es beantwortet, was geht in dir vor? Wie siehst du das? Ist das überhaupt lösbar? Was guckst du lieber weg? Es sind nicht nur die Bilder. Meine Cousine lebt da mit ihren Kindern und ihren Enkeln. Und wir telefonieren oder wir mailen uns. Ich meine auch mit, wenn ich das mal, mit die Tatsache, dass natürlich durch die Macht der Bilder Israel, obwohl es ja dauernd beschossen wird, aber die Raketen werden am Pranger steht.
Ja, bis ich hin habe, zu neuen ich habe Ausbrüchen in den Gesprächen mit der Familie dort, und ich komme immer von außen, weil ich fliege rein und gucke, dass mir nichts passiert und mache mich wieder vom Acker. Die bleiben aber da. Habe ich gelernt, dass es dieses richtig falsch, und damit hat es sich, also irgendwelches apodiktische Rangehen, nicht geben kann da. Mhm. So. Seit Raketen wirklich über Tel Aviv fliegen, ist ein anderer Aggregatzustand. Also das ist eine Bedrohung von Menschen, denen ich sehr nahe stehe. Ja. Also neige ich sofort dazu, mit Stumpf und Stiel muss dieses verhindert werden. Dann guckst du aber, und das ist ja nicht gestellt, was im Gazastreifen passiert, mit Menschen, die diese Raketen nicht abgefeuert haben. Aber sie vielleicht dort aufhalten, sozusagen als Deckung für die anderen. Freiwillig, nicht freiwillig, kann ich das beurteilen? Nein. Es ist nur eine Tragödie. Ich sehe Kinder, und ich habe selbst drei Kinder, also ich sehe Kinder, die dann wirklich Opfer von etwas werden, was so nicht zu lösen sein wird. Also weder wird es für Israel so zu lösen sein, glaube ich, militärisch, noch wird die Hamas Israel in die Knie zwingen. So, also das Schlimmste, was... Und das Wahrscheinlichste ist, es geht so weiter. Dann gibt es mal wieder eine Pause und dann geht es wieder los. Ja, weil die Situation letztlich nicht lösbar ist, nicht? Wenn Menschen nicht sagen, pass auf, wenn ich völlig neue Anfälle von Vernunft komme. Wir leben gemeinsam hier auf diesem Streifenland. Wenn das nicht passiert, kann es keine Lösung geben. Das ist furchtbar. Das ist etwas, wo ich dann eher weggucke. Ja. Es gibt ja die Sorge in ganz Europa, dass es neue Ressentiments, ich sag mal Judenfeindlichkeit, weil ich nicht sicher bin, ob es wirklich Rasse, also es wirklich Antisemitismus ist. Es ist spezieller Judenhass. Teilst du diese Sorge oder ist es ein bisschen aufgesetzt? Natürlich gibt es das, also diesen Bodensatz mit diesen Ressentiments gab es vorher und wird das, wie zu fürchten steht, noch länger geben. Gerade die wird dann natürlich eine Chance jetzt, ihr Zeugs abzusondern. Also ich habe für mich so die Maxime, ich bin nicht selber betroffen gewesen. Mein Vater war Überlebender des Holocaust. Ja. Ich bin nur der Sohn eines Holocaust-Überlebenden, aber das ist schon Quark, weil ich bin ein Wohlstands-Nachkriegs-Bengel, der mit dem allen nichts zu tun hatte. Aber so viel habe ich verinnerlicht, solange ich noch lebe und ich noch die Erinnerung so deutlich habe an die Geschichte meines Vaters, kann ich nicht akzeptieren, dass mir jemand in Deutschland sagt, so jetzt kann man auch mal wieder ein bisschen antisemitisch handeln und reden. Das kriege ich nicht hin. Also nicht hier und nie wieder. Aber eigentlich auch anderswo nicht. Ne? Sehr gern anderswo, aber hier ganz sicher nicht. So, das geht nicht. Also deswegen, da kann ich auch nicht relativieren, da kann ich nicht gucken, ist es aufgesetzt, ist es echt, ist es politisch, Antisemitismus, ist das eine Idee dahinter oder ist es nur ekelhaftester Bodensatz? Ich fragte mit anderswo, weil wir ja auch über die Integrationsaufgabe und Rolle des Fußballs sprachen, auch durch die vielen ausländischen Spieler. In Frankreich, als die Weltmeister wurden, gab es die große Fanfare. Jetzt haben wir so viele auch farbige Spieler und haben sie dann als Algerier, glaube ich, algerisch stimmt. Richtig. Jetzt bricht die große multikulturelle Toleranz aus und in Frankreich sieht es heute anders aus. Na klar, genauso wieder, wie es vorher war. Das ist eine Lebensaufgabe. Menschen neigen zu schlichten, leider zu schlichtem Denken. Und da muss man immer wieder und immer wieder klar machen, Teil dieser Gesellschaft und ohne die. Ich lebe in der Schweiz. In der Nationalmannschaft gibt es sehr, sehr wenig wirklich alten Schweizer Adel. Es sind sehr viele Sekundos, wie wir das sagen, also Kinder von Migranten. Ja. Und so ist das Leben heute. Und das ist ja auch wunderbar so. Und sich dem zu öffnen, aber es gibt noch genug Menschen, die dem mit großem Misstrauen immer wieder entgegentreten. Und wenn es ökonomische Probleme gibt, ist das die einfachste Lösung. Das war immer schon so. Und wird es bleiben, dass man sagt, ja, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg und was weiß ich, was für ein Irrsinn da in Köpfen ist. Dagegen drauf zu hämmern und immer wieder dagegen zu halten, ist eine lohnende Aufgabe. In der Gefahr schlichten Denkens warst du nie. Vielen Dank. Das war eine Begegnung, meine Damen und Herren, mit Marcel Reif. Co.
gucken, was macht Herr Mateschitz dann, wenn er jede Woche den Trainer rausschmeißt, weil ihm was nicht passt. Ja. Das macht er nicht. Ich kenne ihn ein bisschen, ich habe ihn einmal getroffen. Ich kann seine Philosophie nachvollziehen vom Fußball, nämlich das lasse ich Fachleute machen. Und zwar welche, die es können. Herr Rangnick ist erwiesener Fußballfachmann, der das Ganze als sportlicher Leiter verantwortet. Sie machen einen guten Job. Nochmal, dass das einen Werbeseiteffekt hat. Auch die Bayern haben was auf der Brust, nicht nur damit es nicht leer ist, sondern die kassieren Geld und die Firma Telekom hat eine Idee, glaube ich, wenn sie das zahlen und da drauf gehen. Also da wir gerade über das Thema große Persönlichkeiten und Geld reden, alle haben schon sich zu Hoeneß geäußert, aber wir beide noch nicht in diesem Gespräch. Ihr Kommentar bitte, Herr Kommentator. Ich habe ihn im Laufe der Jahre näher kennengelernt. Ein sehr kritischer Begleiter meines künstlerischen Schaffens. Ja. Und du auch seines. Auch. Ja. So. Insofern glaube ich, ihn ein bisschen einschätzen zu können. Ich weiß, dass das ein Mann ist, der sehr viel Gutes getan hat, der offenbar einiges richtig falsch gemacht hat. Ein Zocker. In einer Demokratie ist es dann so, da gibt es eine unabhängige Justiz, die hat das für strafbar befunden. Und jetzt. Die Diskussion geht ja eher dahin, kann er, was bei einem anderen Wirtschaftsunternehmen nicht möglich wäre, hinterher wieder an die Spitze zurück. Verzeiht man so Fußballgrößen? Also im Fußball verzeiht man sowieso und die Fans, die eigenen Fans verzeihen es sowieso ganz schnell. Ich denke, er ist intelligent genug, sich ein paar Gedanken zu machen, wenn es dann soweit ist. Und ich denke, beim FC Bayern gibt es auch genug intelligente Leute, die sich dann mit ihm zusammensetzen und auch im Aufsichtsrat. Und ich denke, sie werden das tun, was sie für möglich und für richtig halten. Und ich glaube auch, dass er ein Gespür dafür hat, was geht und was nicht geht. Die Eingangsfrage oder die Titelfrage dieses Gesprächs lautet übrigens Leben für den Fußball. Also für Hoeneß trifft das sicher zu. Lebt Marcel Reif für den Fußball? Leben für den Fußball? Nein. Für mich ist Fußball wichtig. Ich habe jetzt kürzlich meine Reise nach Warschau wieder gemacht, so ein bisschen was Film gedreht und da habe ich mir die alten Stellen angeguckt, wo es anfing, wo ich also dieser Sache süchtig wurde und dem laufe ich jetzt so seit 60 Jahren hinterher. Es nimmt einen großen Raum ein in meinem Leben, weil das wirklich mein Beruf ist und aber wenn das Spiel rum ist, finde ich immer noch andere Dinge auch ganz lebenswert. Ich frage ja deshalb, weil wir waren ja auch mal zusammen in einem Laden beim ZDF, öffentlich-rechtlich, und Marcel Reif war in der Aktualität Mannschaften, entweder weniger Mannschaften oder länger Strecken, also damit müsste es ja dann auf weniger Stadien verteilen. Das kriegt man gut hin. Kriegt man hin. Und glaubst du, dass in der FIFA ein solcher Prozess des Umdenkens überhaupt schon anfängt? Es hängt ja auch zusammen, ein bisschen indirekt mit dem Thema Korruption, haben wir schon angesprochen. Entzieht sich zum Teil der Beweisbarkeit, ist aber irgendwie mit Händen zu greifen. Man muss sich ja nur, sage ich mal, die vielen Verbände ansehen, die da mitstimmen. Und One Man, One Vote. Und wenn man weiß, wie die politische Kultur in so einem Land aussieht, dann kann man sich auch vorstellen, wie das Abstimmungsverhalten zustande kommt. Hat die FIFA... Es gibt ja niemanden über der FIFA, der sie zwingen kann. Hat die FIFA diese Kraft zur Einsicht? Hängt das an Personen? Natürlich hängt es wie immer an handelnden Personen. Und Einsicht verlangst du ein bisschen viel. Also normative Kraft des Faktischen würde schon reichen. Die Einsicht ins Faktische, sage ich mal. Also kapieren die das? Kapiert, dass es so nicht geht. Sonst werdet ihr weggewischt. Ja. Und sie krallen noch die herrschende Kaste, aber ich glaube, dass dahinter, also es wäre ja Wahnsinn, wenn nicht. Das, was die FIFA an Image sich erarbeitet hat in den letzten Jahren, das ist ja absurd, das ist ja kurz hinterm KGB. Deswegen irgendwas werden sie tun müssen und das spüren sie ja. So, ob das jetzt die das Ganze dahin gebracht haben, wo es heute ist, ob die dann nochmal loslassen, das glaube ich nicht. Also da nochmal erneuern wird nicht gehen. Also es braucht einen Generationswechsel. Ja, aber den braucht es auch biologisch, denke ich, sehr bald. Und ich denke, also das wäre für mich nicht mehr nachzuvollziehen. Wenn die nächste Führungsriege genauso tickt,
Dann allerdings passiert etwas, was ich nie für möglich gehalten hätte. Die haben mir gesagt, der Fußball wird uns alle überleben. Also es gibt immer Krisen, es wird tolle Krisen und das, um Gottes Willen, jetzt geht es mit dem Fußball bergab und Kommerzialisierung, was weiß ich alles. Der Fußball wird uns alle überleben. Das habe ich gelernt. Aber das ist die Hauptgefahr. Also wenn man das größte Ereignis, das dieser Sport hat, diese Weltmeisterschaft, wenn man das weiterhin auf diese Art veranstalten will, und natürlich gibt es Ausreißer wie 2006 bei uns, weil da passte alles und da waren auch die Dinge vernünftig durchdacht. Nur nochmal, dann... Da seid ihr ein Wunsch in Erfüllung gegangen. Du hast ja 2004... ein Buch geschrieben über dein Leben bis dahin und das endet so mit dem Wunsch, dass es 2006 doch mal auch etwas locker flockig und so weiter zugehen möge in Germanien und siehe da, so kam es. Der sowas von unverkrampft, unverbildet, ohne gegen irgendwas gerichtet zu sein, sondern einfach nur Freude darüber und das hat bei mir auch bewirkt. Ich höre die Hymne gern, wenn die schmettern und wenn sie nicht singen, sage ich, sing jetzt endlich, komm mal Mund auf. und die fahren, früher dachte ich immer, diese Standard darf nur der Bundespräsident, aber man fährt jeder Taxifahrer mit, hatte was. Und das hat sehr, sehr viel bewirkt, auch im Deutschlandbild, deutschen Bild, rund um den Globus. Ja. Bleiben wir mal beim deutschen Fußball. Da hat sich ja nun wie überall auch eine Menge geändert. Vielleicht erst noch mal zum Stichwort Kommerzialisierung. Das hast du ja auch schon 2004 im Grunde gesagt. Im Grunde mitbedingt durch das Bussmann-Urteil 95. Also es dürfen Ausländer in beliebiger Zahl im Prinzip in jeder Vereinsmannschaft spielen. Bis dahin war das nicht so. Gab es die Internationalisierung, aber verbunden ein weiterer Kommerzialisierungsschub, nämlich bei bestimmter Erfahrung. Vereine machen die Musik. Mhm. Also das sind eben, weiß ich, Real und Barcelona oder weiß ich, wer das in Italien gerade ist, Turin oder wer immer und Rom, Mailand, Neapel, wer da gerade dran ist. Bei uns sind es inzwischen Bayern und Dortmund und dann sind ein paar immer kurz dahinter. Aber man hat das Gefühl, die machen das unter sich aus. Da werden die großen Transfers getätigt. Mhm. Das hat aber der Sache, der Akzeptanz, der Begeisterung bisher noch nicht so richtig geschadet, oder? Es setzt sich allerdings durch und es lohnt auch nicht mehr drüber zu lamentieren, weil du kriegst es nicht mehr zurückgedreht. Der entscheidende Moment war die Einführung der Champions League und wie viel Geld da mittlerweile ausgeschüttet wird. Das heißt, jeder, der die Champions League Gruppenphase erreicht, hat 20 Millionen auf sicher. Wenn ein deutscher Club von denen, die es erreichen, kriegt eine Auslosung, die machbar ist, also wenn er die Gruppe übersteht, hat er 30 Millionen. Die hat er. Die haben die anderen, die nicht dabei sind, nicht. Mit den 30 Millionen kauft er sich, wenn er irgendwo Bedarf sieht, noch ein, zwei Spieler, die ihn fürs nächste Mal wieder. Ja, genau. So, das heißt also, siehe Werder Bremen zum Beispiel, hatten die eine Zeit, da waren die öfter in der Champions League als Bayern. Dann haben sie irgendwann mal den Zug verpasst. Und heute sehen die mit Mühe die roten Lichter. Das ist nicht zu schaffen, nicht mehr zu machen. Ja. Das heißt, das hast du aber überall. Das in England im Moment gerade, aber auch mit horrenden Investitionen, mit Investoren von außen, bilden sich so 4, 5 Clubs wenigstens, wo du nicht genau weißt, wer wird Meister. In Deutschland, wenn die Bayern wollen, werden sie Meister. Wenn sie nicht wollen, wird es halt ein anderer. Das wissen sie auch in Dortmund, hoffe ich. Ich bin ziemlich sicher, dass sie das verstanden haben. Auf Teufel komm raus, das versuchen zu kompensieren, geht gar nicht. Also hast du 2 Clubs. In Frankreich, er jede Woche den Trainer rausschmeißt, weil ihm was nicht passt. Ja. Das macht er nicht. Ich kenne ihn ein bisschen, ich habe ihn einmal getroffen. Ich kann seine Philosophie nachvollziehen vom Fußball, nämlich das lasse ich Fachleute machen. Und zwar welche, die es können. Herr Rangnick ist erwiesener Fußballfachmann, der das Ganze als sportlicher Leiter verantwortet. Sie machen einen guten Job. Nochmal, dass das einen Werbeseiteffekt hat. Auch die Bayern haben was auf der Brust. Nicht nur, damit es nicht leer ist, sondern die kassieren Geld und die Firma Telekom hat eine Idee, glaube ich, wenn sie das zahlen und da drauf gehen. Ja. Also es ist viel Heuchelei. Gerade über das Thema große Persönlichkeiten und Geld reden. Alle haben schon sich zu Hoeneß geäußert, aber wir beide noch nicht in diesem Gespräch. Ihr Kommentar bitte, Herr Kommentator. Ich habe ihn im Laufe der Jahre näher kennengelernt.
ein sehr kritischer Begleiter meines künstlerischen Schaffens. Ja, ja. Und du auch seines. Auch. Ja. So. Insofern glaube ich, ihn ein bisschen einschätzen zu können. Ich weiß, dass das ein Mann ist, der sehr viel Gutes getan hat, der offenbar einiges richtig falsch gemacht hat. Ein Zocker. In einer Demokratie ist es dann so, da gibt es eine unabhängige Justiz, die hat das für strafbar befunden. Und jetzt. Die Diskussion geht ja eher dahin, kann er, was bei einem anderen Wirtschaftsunternehmen nicht möglich wäre, hinterher wieder an die Spitze zurück. Verzeiht man so Fußballgrößen? Also im Fußball verzeiht man sowieso. Und die Fans, die eigenen Fans, verzeihen es sowieso ganz schnell. Ich denke, er ist intelligent genug, sich ein paar Gedanken zu machen, wenn es dann soweit ist. Mhm. Und ich denke, beim FC Bayern gibt es auch genug intelligente Leute, die sich dann mit ihm zusammensetzen und auch im Aufsichtsrat. Und ich denke, sie werden das tun, was sie für möglich und für richtig halten. Und ich glaube auch, dass er ein Gespür dafür hat, was geht und was nicht geht. Die Eingangsfrage oder die Titelfrage dieses Gesprächs lautet übrigens Leben für den Fußball. Also für Hoeneß trifft das sicher zu. Ja. Lebt Marcel Reif für den Fußball? Leben für den Fußball? Nein. Für mich ist Fußball wichtig. Ich habe jetzt kürzlich meine Reise nach Warschau wieder gemacht, so ein bisschen was Film gedreht, und da habe ich mir die alten Stellen angeguckt, wo es anfing, wo ich also dieser Sache süchtig wurde. Und dem laufe ich jetzt so seit 60 Jahren hinterher. Es nimmt einen großen Raum ein in meinem Leben, weil das wirklich mein Beruf ist. Und aber wenn das Spiel rum ist, finde ich immer noch andere Dinge auch ganz lebenswert. Ich frage ja deshalb, weil wir waren ja auch mal zusammen in einem Laden beim ZDF, öffentlich-rechtlich, und Marcel Reif war in der Aktualität politischer Reporter. Mhm. Es war, als ob das ein Novum wäre. Rasenball, Vorsicht. Ja, so Rasenball, Sport, ja, mit dem Red Bull, da ein Logo und so weiter und so fort. Also dem gehört der Laden de facto eben doch. Mhm. Also dieser Argwohn, der könnte zu viel Einfluss nehmen, der ist wahrscheinlich berechtigt. Auf der anderen Seite sind es im Grunde Unternehmen, selbst wenn sie die Vereinsstruktur noch haben. Selbst die Fußballer sind ja eigentlich schon Unternehmer, oder? Mhm. Ich AG, sagt man. Ich AG, ja. Ist das ein Problem aus deiner Sicht, wenn solche Leute auftreten? Wenn Leute auftreten und nach 3 Wochen den Spaß dran verlieren oder nach 3 Jahren und sagen, so komm jetzt, und dann geht ein Club wieder völlig im Nichts unter. Das können wir uns in der Bundesliga nicht leisten. Und die Leipziger werden in Kürze, wenn nicht dieses Jahr, dann nächstes Jahr in die erste Liga aufsteigen. Aber ich empfehle jedem, der sich da so echauffiert über Leipzig, fahrt mal hin. Also Leipzig war mal erster deutscher Meister, so viel ich weiß. Mhm. Das ist Fußballland, ist aber Diaspora geworden. Also Lok und Sachsen, Leipzig, die haben sich den Schädel eingeschlagen, die paar Fans, die noch übrig waren. Und die sind dann sich den Schädel einschlagend irgendwo im Nichts, in vierte, fünfte Liga. Und jetzt kommt jemand, investiert da, glaube ich, 50 Millionen in ein Trainingszentrum. Der macht das ja nicht, weil er nicht weiß, wohin mit seinem Geld, sondern der soll nachhaltig ein Fußballstandort wieder entstehen. Die haben ein wunderbares Stadion, ein Publikum, das jetzt da hingeht. Ob der damit auch im Side-Effekt was für sein Brausegetränk da. Aber das ist doch völlig in Ordnung. Ich meine, VW macht das doch in Wolfsburg nicht, weil sie mit Erdnüssen da um sich werfen, oder Bayer in Leverkusen. Ja. Also da ist sehr viel Heuchelei dabei. Ich würde dringend empfehlen, das ein bisschen runter zu kochen und zu gucken, was macht Herr Mateschitz dann. Wenn er jede Woche den Trainer rausschmeißt, weil ihm was nicht passt, das macht er nicht. Ich kenne ihn ein bisschen, ich habe ihn einmal getroffen. Ich kann seine Philosophie nachvollziehen vom Fußball, nämlich das lasse ich Fachleute machen. Und zwar welche, die es können. Herr Rangnick ist erwiesener Fußballfachmann, der das Ganze als sportlicher Leiter verantwortet. Sie machen einen guten Job. Nochmal, dass das ein Werbeseiteffekt hat. Auch die Bayern haben was auf der Brust. Nicht nur, damit es nicht leer ist, sondern die kassieren Geld, und die Firma Telekom hat eine Idee, glaube ich, wenn sie das zahlen und da drauf gehen. Also da, es ist viel Heuchelei. Gerade über das Thema große Persönlichkeiten und Geld reden. Alle haben schon sich zu Hoeneß geäußert, aber wir beide noch nicht in diesem Gespräch. Ihr Kommentar bitte, Herr Kommentator. Ich habe ihn im Laufe der Jahre näher kennengelernt. Ein sehr kritischer Begleiter meines künstlerischen Schaffens. Ja, ja. Und du auch seines. Auch. Ja. So.
Insofern glaube ich Ihnen. Noch Fehler. Auch durch die internationale Entwicklung, dass eben die Asiaten dabei sind, diesmal nicht so stark, die Afrikaner. Ist die so, dass auch im Grunde man sagen muss, da spielt am Ende auch der Zufall eine große Rolle? Wird der nicht vielleicht sowieso unterschätzt, der Zufall? Also das, manchmal geht der Ball rein, mal geht er nicht rein. Ja, wer die, ja, sind Zentimeter wer, oder gegen die Latte. Wer weniger Fehler macht, also Mannschaften, die Afrikaner zum Beispiel, wunderbare Fußballspieler, beliefern den ganzen Globus, alle großen Clubs mit wunderbaren Fußballspielern, die kriegen bloß zu Hause keine Mannschaft zustande. Wenn die das hinbekämen, wären die sehr, sehr weit mit vorne. Aber sie machen noch viel zu viele kindliche taktische Fehler auf dem Platz. Lass mal Brasilien in diesem Turnier weg, weil das hatte mit Fußball ja nichts mehr zu tun. Die sind ja an sich selbst zerbrochen, an den Ansprüchen dieses Landes und was sie alles da tragen sollten. Ja, es ist immer noch am Ende Zufall. Den wirst du auch nicht ausschalten, aber diesen Zufall musst du minimieren. Also dass es überhaupt zu einem Zufall kommen kann, das musst du minimieren. Wenn du selbst den Ball hast und weit genug vom eigenen Tor weg, wird wahrscheinlich wenig passieren. Und dieses ist das Ziel. Also taktisch haben wir alle dazugelernt, eben auch durch die Internationalisierung, weil die Spieler spielen da und die kennen sich alle. Also heute kannst du so gläsern geworden. Am Ende, und das ist doch tröstlich, wenn eine Mannschaft taktisch gut spielt, das haben die Deutschen, und wenn du Einzelspieler hast, Neuer, Schweinsteiger im Finale, Boateng, der sich so gesteigert hat, zum Beispiel. Wenn du solche Spieler hast, Götze, der dann doch im letzten Moment noch was Großes macht, dann bist du besser als die anderen. Da ist kein Zufall und kein Nix, sondern wenn du möglichst wenig Fehler machst, hast du eine Chance, große Chance zu gewinnen. Gibt es denn die Taktik der Gegenwart und Zukunft? Also es gab ja lange, was ich, die Italiener hatten das berühmte, berüchtigte Catenaccio, mal hervorgegangen, also Schweizer Riegel, sind aber diesmal damit untergegangen. Hat aber lange funktioniert. Defensive, das war das, was mir gefallen hat bei dieser WM, war gerade in der Vorrunde, wo früher nur taktiert wurde, wo es hieß, kommen 1-1 oder 2-1, das war's. Da sind viele Mannschaften richtig auf Sieg gegangen. Also wie Kinderfußball spielen. Nicht wie können wir es verhindern zu verlieren, sondern oder wie können wir den anderen am Gewinnen hindern, sondern wie wäre es, wenn wir es selber gewinnen. Und das hatten viele. Ich glaube, dass dieses positivere Rangehen ans Spiel sich durchgesetzt hat. Und ich glaube, dass es da kein Zurück mehr geben wird. Welche Lehren gibt es sonst aus der WM? Also gab ja mehrere Themen. Also einmal, das wird ja wahrscheinlich kommen, der neue Spray, um mal rein technisch, Torkamera oder nicht. Aber auch bis hin zu, sind die Schiedsrichter der Aufgabe noch gewachsen. Was ja miteinander zu Gesprächs lautet übrigens, Leben für den Fußball. Also für Hoeneß trifft das sicher zu. Lebt Marcel Reif für den Fußball? Leben für den Fußball, nein. Für mich ist Fußball wichtig. Ich habe jetzt kürzlich meine Reise nach Warschau wieder gemacht, so ein bisschen was Film gedreht, und da habe ich mir die alten Stellen angeguckt, wo es anfing, wo ich also dieser Sache süchtig wurde. Und dem laufe ich jetzt so seit 60 Jahren hinterher. Es nimmt einen großen Raum ein in meinem Leben, weil das wirklich mein Beruf ist. Und aber wenn das Spiel rum ist, finde ich immer noch andere Dinge auch ganz lebenswert. Ich frage ja deshalb, weil wir waren ja auch mal zusammen in einem Laden beim ZDF, öffentlich-rechtlich, und Marcel Reif war in der Aktualität politischer Reporter. Es waren auch wirklich sehr gute Reportagen. Ich erinnere mich an eine zum Beispiel über Maggie Thatcher bei einem Manöver in der Lüneburger Heide. Mit den Lackschuhen im Schlamm, da habe ich mich weggeschmissen, gerade weil die Ironie nicht so dick aufgetragen war. Die sprach schon aus den Bildern, man musste nicht so stark da drauf fahren. Ich habe es damals bedauert, dass du weggegangen bist aus der Politik, aber du hast es wahrscheinlich nie bedauert. Nein, ich habe es nicht bereut. Es gab Momente am Anfang, wo ich sicher gezweifelt habe, wo ich gedacht habe, Mensch, hast du gern politischen Journalismus gemacht? Du warst mein Ausbilder im Übrigen, wenn die Leute das nicht wissen. Aber du warst einer derer, die, und das ist jetzt kein Schmuh im Nachhinein, von denen ich sehr viel gelernt habe, und du warst mein Chef, und dich musste ich ja dann verlassen. Deshalb bist du gegangen. Zum Sport. Am Ende ist es sehr, sehr
hübsch hat, ja. haben sich die Dinge ja, gefügt. Ja, ja. Und dafür bin ich dankbar so im Leben. Und deswegen, wann immer es leichte Krisen gegeben haben mag, sie waren nicht nachhaltig. So wie es gekommen ist, ist es okay. Frage, die ist vielleicht ein bisschen indiskret. Du hast ja einen, wenn man will, deutschstämmigen Hintergrund und einen polnisch-jüdischen, also dein mütterlicherseits aus Schlesien, deutschstämmig und dein Vater war jüdischer Pole oder polnischer Jude, wie immer man das akzentuieren will. Ihr wart ja auch, er konnte auch nur raus mit deiner Mutter und dir oder beiden Kindern, indem er erst nach Israel ging, weil er sozusagen nicht Aussiedler werden konnte. Und du warst kurz in Israel und dann in Deutschland, Kaiserslautern, eine wichtige Station. Wenn du heute dir die Bilder ansiehst im Nahen Osten, ich weiß nicht, ob es beantwortet, was geht in dir vor? Wie siehst du das? Ist das überhaupt lösbar? Was guckst du lieber weg? Es sind nicht nur die Bilder. Meine Cousine lebt da mit ihren Kindern und ihren Enkeln. Und wir telefonieren oder wir mailen uns. Ich meine auch mit, wenn ich das mal, mit die Tatsache, dass natürlich durch die Macht der Bilder. Wenn das Spiel rum ist, finde ich immer noch andere Dinge auch ganz lebenswert. Ich frage ja deshalb, weil wir waren ja auch mal zusammen in einem Laden beim ZDF, öffentlich-rechtlich. Und Marcel Reif war in der Aktualität politischer Reporter. Mhm. Es waren auch wirklich sehr gute Reportagen. Ich erinnere mich an eine zum Beispiel über Maggie Thatcher bei einem Manöver in der Lüneburger Heide. Mit den Lackschuhen. Mit den Lackschuhen im Schlamm, da habe ich mich weggeschmissen, gerade weil die Ironie nicht so dick aufgetragen war. Die sprach schon aus den Bildern, man musste nicht so stark da drauf haben. Ich habe es damals bedauert, dass du weggegangen bist aus der Politik, aber du hast es wahrscheinlich nie bedauert. Nein, ich habe es nicht bereut. Es gab einen Moment am Anfang, wo ich sicher gezweifelt habe, wo ich gedacht habe, Mensch, hast du gern politischen Journalismus gemacht? Du warst mein Ausbilder im Übrigen, wenn die Leute das nicht wissen. Aber du warst einer derer, die, und das ist jetzt kein Schmuh im Nachhinein, von denen ich sehr viel gelernt habe. Und du warst mein Chef und dich musste ich ja dann verlassen. Deshalb bist du gegangen. Dann, zum Sport. Am Ende ist es sehr, sehr hübsch, haben sich die Dinge gefügt. Ja. Und dafür bin ich dankbar so im Leben. Und deswegen, wann immer es leichte Krisen gegeben haben mag, sie waren nicht nachhaltig. So wie es gekommen ist, ist es okay. Eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen indiskret. Du hast ja einen, wenn man will, deutschstämmigen Hintergrund und einen polnisch-jüdischen, also dein mütterlicherseits aus Schlesien, deutschstämmig und dein Vater war jüdischer Pole oder polnischer Jude, wie immer man das akzentuieren will. Ihr wart ja auch, er konnte auch nur raus mit deiner Mutter und dir oder beiden Kindern, indem er erst nach Israel ging, weil er sozusagen nicht Aussiedler werden konnte. Und du warst kurz in Israel und dann in Deutschland, Kaiserslautern, eine wichtige Station. Wenn du heute dir die Bilder ansiehst im Nahen Osten, ich weiß nicht, ob es das beantwortet, was geht in dir vor? Wie siehst du das? Ist das überhaupt lösbar? Was guckst du lieber weg? Es sind nicht nur die Bilder. Meine Cousine lebt da mit ihren Kindern und ihren Enkeln. Und wir telefonieren oder wir mailen uns. Ich meine auch mit, wenn ich das mal, mit die Tatsache, dass natürlich durch die Macht der Bilder Israel, obwohl es ja dauernd beschossen wird, aber die Raketen werden am Pranger steht. Ja, bis hin zu neuen Ausbrüchen. Ich habe in den Gesprächen mit der Familie dort, und ich komme immer von außen, weil ich fliege rein und gucke, dass mir nichts passiert und mache mich wieder vom Acker. Die bleiben aber da. Habe ich gelernt, dass es dieses richtig falsch, und damit hat es sich, also irgendwelches apodiktische Rangehen, nicht geben kann da. Mhm. So. Seit Raketen wirklich über Tel Aviv fliegen, ist ein anderer Aggregatzustand. Stimmig, und dein Vater war jüdischer Pole oder polnischer Jude, wie immer man das akzentuieren will. Ihr wart ja auch, er konnte auch nur raus mit deiner Mutter und dir oder beiden Kindern, indem er erst nach Israel ging, weil er sozusagen nicht Aussiedler werden konnte. Und du warst kurz in Israel und dann in Deutschland, Kaiserslautern, eine wichtige Station. Wenn du heute dir die Bilder ansiehst im Nahen Osten, ich weiß nicht, ob es das beantwortet, was geht in dir vor? Wie siehst du das? Ist das überhaupt lösbar? Was guckst du lieber weg?
Es sind nicht nur die Bilder. Meine Cousine lebt da mit ihren Kindern und ihren Enkeln. Und wir telefonieren oder wir mailen uns. Ich meine auch mit, wenn ich das mal, mit die Tatsache, dass natürlich durch die Macht der Bilder Israel, obwohl es ja dauernd beschossen wird, aber die Raketen werden am Pranger steht. Ja, bis hin zu neuen Ausbrüchen. Ich habe in den Gesprächen mit der Familie dort, und ich komme immer von außen, weil ich fliege rein und gucke, dass mir nichts passiert und mache mich wieder vom Acker. Die bleiben aber da. Habe ich gelernt, dass es dieses richtig falsch, und damit hat es sich, also irgendwelches apodiktische Rangehen, nicht geben kann da. Mhm. So. Seit Raketen wirklich über Tel Aviv fliegen, ist ein anderer Aggregatzustand. Also das ist eine Bedrohung von Menschen, denen ich sehr nahe stehe. Ja. Also neige ich sofort dazu, mit Stumpf und Stiel muss dieses verhindert werden. Dann guckst du aber, und das ist ja nicht gestellt, was im Gazastreifen passiert, mit Menschen, die diese Raketen nicht abgefeuert haben. Aber sie vielleicht dort aufhalten, sozusagen als Deckung für die anderen. Freiwillig, nicht freiwillig, kann ich das beurteilen? Nein. Es ist nur eine Tragödie. Ich sehe Kinder, und ich habe selbst drei Kinder, also ich sehe Kinder, die dann wirklich Opfer von etwas werden, was so nicht zu lösen sein wird. Also weder wird es für Israel so zu lösen sein, glaube ich, militärisch noch wird die Hamas Israel in die Knie zwingen. So, also das Schlimmste, was... Und das Wahrscheinlichste ist, es geht so weiter. Dann gibt es mal wieder eine Pause und dann geht es wieder los. Ja, weil die Situation letztlich nicht lösbar ist, nicht? Wenn Menschen nicht sagen, pass auf, wir leben gemeinsam hier auf diesem Streifen Land. Wenn das nicht passiert, kann es keine Lösung geben. Das ist furchtbar. Das ist etwas, wo ich dann eher weggucke. Ja. Es gibt ja die Sorge in ganz Europa, dass es neue Ressentiments, ich sag mal Judenfeindlichkeit, weil ich nicht sicher bin, ob es wirklich Rasse, also es wirklich Antisemitismus ist. Es ist spezieller Judenhass teilgegangen. Du hast ja 2004 ein Buch geschrieben über dein Leben bis dahin, und das endet so mit dem Wunsch, dass es 2006 doch mal auch etwas locker flockig und so weiter zugehen möge in Germanien, und siehe da, so kam es. Hast du das im Ernst erwartet? Nein. Ich habe aus meiner privaten Geschichte habe ich immer ein leicht skeptisches Verhältnis zum Umgang der Deutschen mit ihrer, bin ja nicht hier geboren, mit Insignien, also Staatsinsignien, immer gehabt. Also die Hymne war immer, dachte ich, immer hingehört, welche Stunde, ist immer noch die dritte, ist gut. Okay, dann Flaggen. Und auf einmal passiert eine Art von verkrampftes Verhältnis. Immer. Von außen wie von innen. Ja, Und auf einmal explodiert das in eine Art von Patriotismus, der sowas von unverkrampft, unverbildet, ohne gegen irgendwas gerichtet zu sein, sondern einfach nur Freude darüber. Und das hat bei mir auch bewirkt. Ich höre die Hymne gern, wenn die schmettern, und wenn sie nicht singen, sage ich, sing jetzt endlich, komm mal Mund auf. und die fahren, früher dachte ich immer, diese Standard darf nur der Bundespräsident, aber man fährt jeder Taxifahrer mit, hatte was. Und das hat sehr, sehr viel bewirkt, auch im Deutschlandbild, deutschen Bild, rund um den Globus. Ja. Bleiben wir mal beim deutschen Fußball. Da hat sich ja nun wie überall auch eine Menge geändert. Vielleicht erst noch mal zum Stichwort Kommerzialisierung. Das hast du ja auch schon 2004 im Grunde gesagt. Im Grunde mitbedingt durch das Bussmann-Urteil 95. Also es dürfen Ausländer in beliebiger Zahl im Prinzip in jeder Vereinsmannschaft spielen. Bis dahin war das nicht so. Gab es die Internationalisierung, aber verbunden ein weiterer Kommerzialisierungsschub, nämlich bei bestimmter Vereine machen die Musik. Mhm. Also das sind eben, weiß ich, Real und Barcelona oder weiß ich, wer das in Italien gerade ist, Turin oder wer immer, und Rom, Mailand, Neapel, wer da gerade dran ist. Bei uns sind es inzwischen Bayern und Dortmund, und dann sind ein paar immer kurz dahinter. Aber man hat das Gefühl, die machen das unter sich aus. Da werden die großen Transfers getätigt. Das hat aber der Sache
der Akzeptanz, der Begeisterung bisher noch nicht so richtig geschadet, oder? Es setzt sich allerdings durch und es lohnt auch nicht mehr drüber zu lamentieren, weil du kriegst es nicht mehr zurückgedreht. Der entscheidende Moment war die Einführung der Champions League und wie viel Geld da mittlerweile ausgeschüttet wird. Das heißt, jeder, der die Champions League Gruppenphase erreicht, hat 20 Millionen auf